So Leute, wir haben Donnerstag, 24. Juli 2014. Ich setz mal die Kamera ab und dann können wir eine Runde miteinander quatschen. Ich hatte heute eigentlich einen Blockbuster vor. Ihr wisst, meine Blockbuster gehen mindestens 20 Minuten, teilweise sind das auch Mehrteiler. Ist ja auch wieder ein paar Wochen her, dass ich euch so Videos gemacht habe, so Aufklärungsvideos. Ich habe heute zwei Videos entdeckt, und zwar zufälligerweise wirklich genau am selben Tag, und zwar heute. Ein Video hat mir ein Zuschauer über Facebook geschickt. Was Facebook angeht, kommen auch ein paar Videos, damit ihr mal seht, was ich für Mailverkehr mit meinen Zuschauern habe, weil die mir teilweise Sachen schicken. Die Videos, die ich mache, sind nicht alle an den Haaren herbeigezogen, die nicht vorhandenen. Sondern die sind auch teilweise, weil ihr mir auf Facebook zum Beispiel auch Post schickt und Fragen stellt, die mich wiederum dazu anregen, Videos zu machen. Und zwar wollte ich eigentlich erstmal mit dem Thema eines Bodybuilders anfangen, wo ich heute ein Video gesehen habe, was auch wiederum meine Theorien untermalt. Ja, aber dazu gleich. Ich habe ein Video entdeckt von Karl und Inscope. Inscope ist ja seit ein paar Monaten auch bei Karl irgendwie unter den Fittichen und so, ist ja auch alles in Ordnung, hat ja auch keiner was dagegen und so. Allerdings hat mir ein Zuschauer einen Link geschickt, und zwar, mir ist das ja die letzten Monate, auch die letzten ein bis anderthalb Jahre eigentlich schon, aber die letzten Monate, es wird immer heftiger, Karl. Ich weiß nicht, wo du diese Arroganz hernimmst und was dich dazu verleitet, ist mir auch scheißegal, ganz ehrlich, aber kann das sein, dass der Erfolg dir so ein bisschen zu Kopfe gestiegen ist? Du beleidigst die Leute als... Du beleidigst die echt im Internet öffentlich als Hurensohn. Ist das dein Ernst, Karl? Ist das wirklich dein Ernst? Wenn jemand gegen das ist, was du da auf YouTube vertreibst, wie du es vertreibst und was du den Leuten alles erzählst, deine ganze Art und Weise, wenn man dagegen ist, du betitelst die Leute als Hurensohn. Ist das dein Ernst? Ey, Digga, ganz ehrlich, über alles andere kann man sich ja streiten, ne? Über alles andere kann man sich streiten. Ob das, was du sagst, die Wahrheit ist oder nicht, ich bin zu 80% gegen das, was du so verbreitest auf YouTube, was Thema Kraftsport angeht. Aber das ist das eine. Das ist meine Meinung, meine Erfahrung. Das andere ist deine Meinung und deine Erfahrung. Aber eins ist doch wohl klar. Wenn du schon so weit bist, dass du öffentlich im Internet auf YouTube Zuschauer, die gegen deine Meinung und gegen dein Business sind, als Hurensohn bezeichnest, dann bist du echt am Arsch, mein Freund. Sowohl menschlich, als auch businesstechnisch, als auch seriositätsmäßig oder keine Ahnung, wie man das alles bezeichnet, aber du bist unten durch. Und jeder, der dich noch feiert, ist für mich ein armseliger Knecht, ganz ehrlich. Du kannst doch nicht hergehen und auf YouTube sämtliche Leute, die gegen dich und deine Meinung sind, als Hurensohn bezeichnen. Alter, jegliche Leute, die dich noch abonniert haben, ne, die tun mir echt noch leid. Das sind dann... Egal, komm, ist gut. Ist gut, Leute, ist gut. Alles klar. So, Punkt 1. Der Inscope, der neben dir sitzt, ne, der ist ja auch frisch irgendwie am Start so, ne? Der ist ja noch grün hinter den Ohren, ja? Was der da schon wieder da in dem Video erzählt. Ah ja, übrigens, ich werde euch das Ganze hier drunter verlinken. Das ist, glaube ich, ist halt ein Video, wo Karl und Inscope nebeneinander sitzen. Und da erzählt Herr Inscope, ich meine, das, was der Karl erzählt hat, hat ja wirklich, das ist ja schon nicht zu überbieten, ne? Das war ja schon Höhepunkt. Bei Minute 35 fängt das übrigens an. Ich werde mir das Video auch auf jeden Fall mal speichern, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du in ein paar Wochen, ein paar Monaten noch dazu stehst. Alter Schwede, Alter, was geht denn mit eurer Truppe ab? Da erzählt der Herr Inscope, der schon seit Jahrzehnten inkompetent am Fitness trainieren ist, ja, von wegen, da fragt ein Zuschauer, ja, was hältst du von Leuten, die profimäßig trainieren und diese Profi-Bodybuilder und wie findest du das und erzähl doch mal und so. Und dann sagt er, ja, ich habe da ganz krassen Respekt davor, weil die müssen ja so krass auf ihre Ernährung achten und so krass trainieren und. Ja, und zufälligerweise entdecke ich heute ein Video von einem Profi-Bodybuilder, ja, der sich einfach mal an einem einzigen Tag 20.000 Kalorien reinballert. 20.000 Kalorien. Jetzt geht doch mal auf Google, ich brauche euch das nicht erzählen, geht doch mal auf Google oder auf Wikipedia oder sonst irgendwo und googelt doch mal, was ein normaler, erwachsener Mensch an Kalorien am Tag benötigt.
Ja, und jetzt rechnet euch mal aus, was der Typ da an Kalorien sich an einem einzigen Tag reinpfeift. Ja, ich weiß, das ist ein Cheat Day, das macht er jetzt nicht jeden Tag so, aber das macht er wohl regelmäßig so. Das sind so Cheat Days, wo der wirklich so krass ausrastet. Und die ganzen Videos, die ich die letzten Wochen gemacht habe, Trenbolon, Winstrol, Clenbuterol, die werde ich euch auch drunter verlinken. Und es kommen die nächsten 2-3 Tage noch ein, zwei Blockbuster dazu. Ich möchte heute sowohl zu dem Video, was Karl S. und Inscope gedreht haben, wo ab Minute 35 Karl S. ausrastet und sämtliche Leute, die gegen ihn sind, als Hurensohn bezeichnet, okay? Da möchte ich von meinen Zuschauern, und ich möchte, dass ihr das hier jetzt weiterschickt, und ich möchte von jedem einzelnen eurer Freunde, die überhaupt sowas gucken, eine Meinung wissen, hier unter dem Video. Ja, das seid ihr mir schuldig. Ich möchte eine Meinung, was ihr davon haltet, wie Karl S. im Moment auf YouTube abgeht. Punkt 1, okay? Er will sämtliche Leute ficken, meint er, die gegen ihn und gegen seine Meinung sind. Und er nennt jeden Einzelnen, der gegen ihn ist, irgendwie bezeichnet diese Leute als Hurensohn. So, Punkt 2. Ja, Inscope möchte jetzt einen Fitness-Channel eröffnen und möchte Leuten was vermitteln. Warum... Verstehst du so, ey, wenn du keine Ahnung hast von Steroiden, was die Auswirkungen von Steroiden sind, wie krass diese Steroide sowohl beim Abnehmen als auch beim Muskelaufbau helfen. Wie kannst du dich vor eine Kamera setzen und sagen, ja, ich habe voll den krassen Respekt vor diesen Leuten. Ganz ehrlich, du hast doch null Plan, Inscope. Mach doch wieder hier deine Lava-Videos, Alter. Hört doch auf. Komm, ey, das darf ich jetzt nicht entscheiden. Ist auch nicht meine Entscheidung. Das sollen die Zuschauer für sich entscheiden. Ja, von so Leuten lasst ihr euch was erzählen. Ey, krass, krass, krasse Scheiße, Alter. So, kommen wir mal zu dem Bodybuilder mit den 20.000 Kalorien. Er isst nicht einfach 20.000 Kalorien. Ja, hier irgendwie argentinisch Steak oder Thunfisch oder Salat oder Obst, Gemüse oder irgendwelche Säfte, Milch oder so. Was weiß ich, was alles irgendwie gesund ist. Sondern der Typ pfeift sich 2 Schüssel voll mit Kelloggs und Zucker und Sirup und irgendwelche Schokoladensoßen, ja. Dann ballert der sich, was ballert der sich da, ey, der holt Eiscreme, ja, so eine Pott voll Eiscreme. Tut dann ein Karton voll Kekse mit Sahne drin oder was weiß ich, was das ist, eine ganze Packung, und dann nochmal auf diesen Pott voller Eiscreme tut er zerkrümeln und obendrauf noch Schokosoße und so eine Scherze, ja, und ballert sich das rein und dann noch 2 Schüsseln voll Kelloggs. Dann fährt er irgendwie, ich weiß nicht, was das für ein Fastfood-Kettenrestaurant ist, ob das jetzt... egal, ihr wisst, diese ganzen Fastfood-Kettenrestaurants, ich muss die ja nicht erwähnen, ja. Ballert sich da 2 oder 3 Triple Beef Chicken Cheese Burger, keine Ahnung, was das da alles ist. Ja, und dippt das Ganze in so Behälter voller Ketchup, Mayo, keine Ahnung, was der sich da alles reinpfeift, Alter. Dann irgendwelche Hähnchenflügel oder was das ist, auch mit Marinade und so was. Und Alter, das müsst ihr sehen. Ja, weil die ganzen Leute kommen hier rüber und erzählen, eine scheiß Ernährung, und ja, die Leute haben wenigstens Ernährung und die haben Ahnung, was die essen und so, Bullshit, Alter. Die ganzen Videos von den letzten Wochen, und ihr könnt auch sehen, wann das Video hochgeladen wurde. Es wurde erst vor 1-2 Tagen oder heute, glaube ich, hochgeladen. Ja, und ich habe die Videos über Trenbolon, Winstrol, Clenbuterol und alles, habe ich euch vor Wochen schon gemacht. Ja, also, ne? Nicht, dass ich mir hier irgendwas angeguckt habe und dann daraufhin was gemacht habe, so nach dem Motto mir irgendwas ausgedacht, sondern meine Videos kamen vor Wochen und diese Videos kamen heute raus oder gestern oder wann auch immer. Werde ich euch beides drunter verlinken. Ich mache heute jetzt keinen Blockbuster in dem Sinne, mein Blockbuster kommt noch. Was ich von euch möchte, ist eure Meinung zu dem, was Karl und Inscope da abziehen, und vor allen Dingen Karl, wie der die Leute betitelt, ob ihr das noch okay... Ganz ehrlich, Mann, wie kann man Leute einfach Hurensohn nennen? In der Öffentlichkeit. YouTube-Zuschauer, YouTube-Nutzer. Ich weiß nicht, ob Google oder YouTube das toll finden. Ist mir auch scheißegal, wie viel scheiß Abonnenten du hast, Alter. Dass du da irgendwie paar hunderttausend Abonnenten hast, das interessiert mich nicht. Entschuldigung an dieser Stelle, dass ich scheiß Zuschauer gesagt habe, da ist es mit mir durchgegangen. Aber es geht mir nicht darum, wie viele Abonnenten du hast, Digga. Du kannst dir so einen Scheiß nicht erlauben. Was denkst du, wer du bist, Alter, ganz ehrlich? Was denkst du, wer du bist, Karl?
ja, in der Öffentlichkeit YouTube-Zuschauer einfach mal wahllos als Hurensohn betiteln, nur weil sie nicht deiner Meinung sind, ja? Nur weil sie nicht deiner Meinung sind und das nicht toll finden, wie du hier und da Zeugs vertreibst, die einfach mal sinnlos und wirkungslos ist. Okay? Bitte eure Meinung drunter. Ab Minute 35 rastet Karl aus und bitte, ne, da fängt es schon an mit den ganzen Beleidigungen. Ab Minute 45, also Minute 45, Sekunde 50 oder so, fängt Inscope an, sein Wissen über Steroide preiszugeben. Ja, dass das ja mal so krass schwer ist, auf Steroide was aufzubauen. Ja, von wegen, ja, man muss sich das nicht einfach reinballern und da kommt was. Dazu und zu dem, was Karl gesagt hat und zu diesem Bodybuilder, werde ich die nächsten Tage, je nachdem wie eure Resonanz ist, sowohl Bewertungen als auch Kommentare möchte ich haben. Und dann geht es auch darum, ich hätte gerne mindestens 5 bis 10 Mann, die erfahren genug sind. Eure Meinung hier drunter, wie kann das sein, dass so ein Bodybuilder noch so shredded ist? Und ne, nicht diese billigen, billig in Anführungsstrichen, also nicht einfach sagen, ja, der nimmt Stoff und deswegen und so, sondern erklärt mir mal genau, ich werde das machen. Ich habe mir Gedanken drüber gemacht, ich habe mich ein bisschen eingelesen. Erklärt mir mal genau, wie so ein Mensch noch so Bauchmuskeln haben kann, so durchtrainiert sein kann und trotzdem sich so eine Scheiße gibt. Ja, alles klar, genug geredet und wichtig, eure Meinung hier drunter und Bewertung, alles klar. Bis morgen. Wenn ihr gut genug mitmacht, dann eventuell morgen schon mal Videos.